Wer solche Kaliber in echt sehen möchte, der ist heute bei mir genau richtig. Ja, und in diesem springenden Pferd aus Maranello sitzen zwei Generationen. Wer fährt denn das Auto? Naja, logischerweise fahre ich es, weil ich ja schon einen Führerschein habe und schon ein bisschen Zeit den Führerschein habe und er den Führerschein erst machen wird, also hoffentlich auch bald. Aber wir müssen ihn einschulen in das analoge Fahren, in das Leben mit einem alten Auto. Wobei, da muss ich auch noch eine Geschichte erzählen, weil es geht noch viel besser. Wir haben leider einen Ausfall gehabt heute bei der Rallye. Wir haben angefangen mit seinem Lieblingsauto und ich habe ihn gefragt, welches Auto sollen wir von den Autos nehmen? Da hat er gesagt, die Klapperkiste. Und die Klapperkiste ist ein 1936er Rallye. Und wir sind in der Hälfte der Rallye heute leider technisch ausgefallen. Kein großes Problem, aber doch. Und haben die Konsequenz gezogen und haben gesagt, wir steigen um. Und jetzt sind wir ein Vorkriegsauto und ein Nachkriegsauto und ich glaube, es macht ihm sehr viel Spaß. Ja, sehr, sehr viel. Hellhörig, wie der kleine Stadtstreicher nun mal ist, hat er vorher das Wort das erste Mal aufgeschnappt. Für wen von euch zwei ist es denn das erste Mal und welches erste Mal? Für uns beide. Für uns, ja. Also für mich allgemein das erste Mal bei einer Rallye und für ihn das erste Mal als Fahrer. Er war schon öfters Beifahrer und jetzt das erste Mal am Steuer. Das erste Mal hier in Wien. Und habt ihr die Rennrunde genossen? Tolles Erlebnis, wie die Zuschauer auch mitgemacht haben. Faszinierend. Auch ja. Die Stadt ist faszinierend. Das ist richtig schön. Ja. Wie wir sie erfahren haben, dass es hier stattfindet, sofort Koffer gepackt und dann losgefahren. Ja. Ja, hier habe ich die Startnummer 1. Habt ihr das älteste Auto im Feld? Wisst ihr das? Na, da gibt es viele. Aber eines der ältesten. Ära gibt es auch einige Autos. Ja. Was ist denn das für ein Prachtstück? Das ist eine Lea Francis, die Firma war in Coventry, hat 1800 irgendwas Fahrräder gebaut, dann Moped, wie üblicherweise dann die Firmen und 1914 oder 13 das erste Auto. Wie ist das, wenn ihr so mit dem Auto auf der Straße unterwegs seid, die Reaktionen? Naja, die anderen Verkehrsteilnehmer glauben immer, dass diese Autos schlechter gehen, aber besser bremsen oder weiß es genau umgekehrt. Es geht viel besser, was die Leute glauben, ja, bremst aber viel schlechter, ja, oder anders halt wie ein modernes Auto. Ja. Und das ist natürlich, wo man heutzutage schon aufpassen muss im Straßenverkehr. Dann wünsche ich euch fürs Weiterfahren, dass auch die anderen besser bremsen, als die schlecht fahren. Dankeschön. Schönen Abend. Danke. Vor mir sitzen jetzt die vier, Moment,
Ich zähle nur drei. Im Jeep. Das haben wir den einen haben wir verloren. Ja, der andere ist in der Kurve rausgefallen, hat zu viel Platz gebraucht. Nein, mit den Blattfedern ist das schwierig. Das war nichts. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Das ist ein Willys Jeep aus 1942. Also eigentlich genau der, der im Nachkriegs-Wien dann bratuliert ist. Genau, ist vergessen worden in Wien, also beziehungsweise in Österreich ist er halt vergessen worden, ist dann gefunden worden und ja, so ist er hier geblieben. Und ihr habt damit jetzt Sinnvolles angefangen und fahrt bei den Wiener Classic Days mit? Genau. Natürlich. Chancen aufs Gewinnen auch noch bestanden? In der Hoffnung, dass wir gewinnen natürlich. Das erste Mal, ne? Fahren wir mit. Dann gute Fahrt, alles Gute. Dankeschön. Danke, danke. Danke vielmals. Nur ein Mitzekätzchen. In diesem Ford, da bin ich jetzt, also ein T und ein A ist es nicht. Was ist es denn für ein Ford A, Model A? Ein Model A, super. Rot Deluxe. Baujahr 1931, 3,3 Liter, 40 PS. Wie anspruchsvoll ist denn der in der Haltung? Eigentlich nicht anspruchsvoll. Man kriegt alle Bestandteile, es ist alles lieferbar in großen Teils, hauptsächlich in Deutschland. Und was man in Deutschland nicht kriegt, kriegt man in Amerika. Wie oft bewegt ihr denn diesen Model A? Im Jahr ca. 15-20 Mal diesen. Und ja, die Oldtimer gehören bewegt. Wie reagieren die Leute dann, wenn man mit so einem Prachtstück ihnen an der Nase vorbeifährt? Zu 90% alle begeistert. Die freuen sich die Leute, ja, dass so ein Auto genau sehen. Genau. Am Steuer dieses wunderbaren Rolls-Royce sitzt eine bezaubernde Dame. Hoppala, die hat ja gar kein Lenkrad dabei. Wieso eigentlich nicht? Das Auto ist aus England importiert und ja, daher ist es kleine Stadtstreichers Bildungslücken. Lenker zugelassen. Rolls-Royce, keine alltägliche Marke in Österreich? Ich habe mich einmal in die Form dieses Autos verliebt, schon vor sehr, sehr vielen Jahren. Und irgendwann habe ich hab mich auch nicht eigentlich getraut, das Auto zu kaufen, von Wartungskosten her und so. Aber es war dann die Liebe größer als die Angst vor dem finanziellen. Ja. Womit bewiesen wäre, man kann sich nicht nur in die Formen der besseren Hälfte verlieben. Das ist richtig, aber meiner Frau gefällt das Auto auch wirklich besonders gut. Ja, von einem Rolls-Royce zum nächsten komme ich gerade und aha. Wobei dieser hier sieht mir eine Spur so, älter aus als der, den ich zuvor gesehen habe. Ja, Baujahr 1928, ein Rolls-Royce Phantom 1 und ich habe dieses Auto vom Museum, vom Rolls-Royce Museum in Österreich gekauft. Die Auto bedürfen einer unheimlichen Wartung und Pflege, damit sie funktionssicher bleiben. So muss man zum Beispiel alle 100 Meilen muss man die ersten Schmiernippeln betätigen. Also da wären heute schon ein paar Fälle gewesen. Da muss man schon sagen, das ist auch, so ein Auto ist auch für die heutigen Oldtimer-Werkstätten, die allgemeinen Oldtimer-Werkstätten, eine große Herausforderung. Das ist ja heute auch so. Da gehört schon ein bisschen Einfühlungsvermögen, viel Fachwissen dazu, viel Gefühl und dann funktioniert es. Und das findet man heute selten. Und das ist das Problem mit den alten Autos. Und bei diesem BMW stellt sich die Frage, wer ist jünger, das Auto oder der Fahrer? Tatsächlich der Fahrer. Also der Fahrer ist tatsächlich um 2 Jahre jünger als das Auto. Und der Fahrer ist jetzt auch was Besonderes, nämlich aus der Vergangenheit des kleinen Stadtstreichers. Der Christoph, so heißt der Fahrer nämlich, den habe ich als kleinen Buben Fußball trainiert. Nicht beigebracht, aber mit ihm trainiert. Beigebracht hat er sich wahrscheinlich selber. Christoph,
Jetzt ist es einer der jüngsten im Felde, das Auto. Also absolut. Relativ knapp an der Grenze mit elektrischen Fensterheber. Absolut. Das Klimaanlage. Also da ist die Rallye kein Problem. Das heißt, man kann dich am Siegerstockerl erwarten. Dadurch, dass es dass die erste Rallye ist, definitiv nicht. So, von mir steht jetzt Inspektor Kottan und, oder wie? Na, Entschuldigung, nein. Wie kommt man auf die Idee, mit einem Polizei-Mercedes herumzufahren? Insofern, als sonstige Fahrten auf öffentlichen Straßen eigentlich kaum mehr möglich sind. Das ist ein Museumsfahrzeug, nicht mehr im Einsatz. Und so ein Rahmen wie hier ist eine ideale Möglichkeit, das Auto einmal ein bisschen auszuführen. Seid ihr selber Polizisten? Nein. Ich habe eine originale Uniform von der Polizei geschenkt bekommen. Mein lieber Freund Walter ist eigentlich nur Ersatzbeifahrer. Den ganzen Tag über war ein echter Polizeibeamter mit mir im Auto, der seinerzeit, als dieses Auto neu war, mit diesem Auto Streife gefahren ist. Habt schon Strafmandate ausgestellt im Rahmen der Classic Days? Es war nicht notwendig. Es waren alle so brav. Und jetzt herzlich willkommen zur Bulli-Parade. Natürlich VW-Bulli. Ja, was sehe ich da? Große Klappe und nichts dahinter, das glaube ich nicht. Nein. Denn in einem Buick steckt ein Kraftpaket von Motor. Na und jetzt sehe ich einen der berühmten Mercedes Gullwing. Auf Englisch, auf Deutsch Flügeltürer. Da gehen die Türen nämlich nach oben auf. Ja.